Hier ist keine Sau, da ist ein Stuhl. Insofern wird da wohl irgendjemand mal sich hinsetzen oder was auch immer. Aufschließen, Stelle von Weißlauf. Aber da will ich ja nicht rein erstmal. Und hier drüben, was ist das? So ein alter kleiner Wachposten. Ah ja, interessant. Eigentlich gar nicht, aber trotzdem. So, und ich denke, hier gehen wir jetzt nach Weißlauf rein. Ach, schön. Super. Da kann man auch hoch. Aha, okay. Falls wir mal von irgendwelchen üblen Ungetieren angegriffen werden. Also, super Verteidigungsposition. Und wer seid ihr? Ich glaube, ich gehe mal zu ihm hoch und frage ihn einfach mal, wer er ist. Weil rollenspieltypisch alle anquatschen und so. Na? Regen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Ja, ich sehe es. Hast du wahrscheinlich recht. Kann ich dich anquatschen? Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Tja, wem sagst du das? Wem sagst du das? So. Oh, und wen haben wir hier? Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Okay. Nimm's nicht persönlich, Junge. So. Und hier oben gibt's auch nicht groß was. Okay. Ich latsche dann hier einfach mal über die Zinnen oder die Burgmauer. Okay. Ah ja, interessant. Und was ist mal hier? Ein Fallgatter kann es sein. Oder sowas in der Richtung zumindest. Das wir nicht bedienen dürfen. Weil wir hier anscheinend nichts verloren haben. Oder man muss dafür zwei Leute benutzen. Halt! Oder so. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ach was? Leck mich. Denn ich muss Flusswald um Beistand bitten. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Für Flusswald. Findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Oh, nett. Danke. So schnell ging das aber. Das war ja nett. Supi. Okay. Dann erstmal gucken, was wir hier so haben. Ich glaube, gar nichts erstmal. Hier nur wieder Verteidigungsanlagen. Sehr interessant. Die haben hier irgendwie so mehrere Wälle, um Angreifern vorzubeugen. Wer ist denn da unten? Ach, das sind, glaube ich, die Typen, die Rotwadone da hinten bequatscht haben. Das fand ich ja auch interessant. Also hier wirklich ploppen die Leute nicht weg, hier laufen die wirklich ihre Wege. Und jetzt gehen wir nach Weißlauf. Mit dem liebenden Stein kannst du sämtliche Fertigkeiten schneller lernen, aber nicht so schnell wie mit dem Liebeskrieger oder Magierstein. Und wir sind Stufe 4,5 immer noch. Und ich hoffe, das Mikrofon vibriert nicht die ganze Zeit. Also doch, es vibriert schon, aber nicht unangepasst. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Aha. Gut, ich höre jetzt hier nicht jeden scheiß Gespräch in dieser Stadt zu. Deswegen, weil es gibt hier sicher sehr, sehr, sehr viele Leute, die sich hier unterhalten. Und deswegen glaube ich, ignorieren wir davon einfach mal die Hälfte, weil sonst würden wir nicht mehr aus dem Zuhören herauskommen. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger, kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Okay, aber ich höre mich ja trotzdem erstmal hier um, weil ich einfach wissen will, was hier so vor sich geht. Und vielleicht stoßen wir ein bisschen auf Arbeit, denn wir brauchen noch ein bisschen Geld, denke ich zumindest. Trunkener Jägersmann. Ah ja, wahrscheinlich eine Taverne, würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Oder wie ist das Ding, was der eine uns gesagt hat? Irgendwie die Blablamäre? Hallo? Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Ach ja. Ja, klar. Woher kommt der Name Trunkener Jägersmann? Mann? Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts betrunken waren. Etwas zu viel Met getrunken hatten. Das war überraschend. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Oh, und du hast jetzt keinen Arsch mehr, oder was? Kein Arsch in der Hose, was? An wen kann ich mich wegen... Ich kann überhaupt nicht lesen. An wen kann ich mich wegen einer Arbeit wenden? Wahrscheinlich nicht an dich. Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflaggten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ach so, super, danke. Ihr solltet es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Oh, nett von dir.
Super. Dann, was hast du nun zu verkaufen? Pfeil und Bogen für den mächtigen Jäger. Hey, super, danke. Ist jetzt ein Dunkelelf oder ist es einfach nur so einer? Da sieht ein bisschen so aus wie ein Dunkelelf. Aber nur ein ganz kleines Tückelchen. Eigentlich müsste diese total maskuline Stimme mal loswerden, denn ich spiele eigentlich eine zarte, süße, kleine Dunkelelfin und deswegen sollte ich vielleicht so ganz piepsig hochsprechen, damit ich ganz, ganz weiblich höre, mich anhöre. Naja, hört sich vielleicht nicht so doll an, aber ich kann es nicht besser. Ich glaube, das mit dem total maskulin, das ist schon so eher mein Ding. Naja, deswegen spiele ich auch eine Frau. Stahlpfeile 163, hat da ziemlich viele. Naja, was hat der Jäger so braucht? Und wir haben gerade wie viel? Nein, das ist falsch. Wo sind denn die Stahlpfeile? Da sind die Stahlpfeile. Wird es uns angezeigt? Ich gucke einfach, glaube ich, bei mir. Das wäre, glaube ich, das Beste. 34, ein alter Nordpfeil. Okay. Die sind ziemlich gut. 10 Schaden und haben 0 Gewicht und 0 Wert. Okay. Und Eisenpfeile haben wir 63. Ja, die reichen erstmal locker. Und wir haben 2 Langbögen. Davon verkaufen wir direkt mal einen. Und haben eben mal 10 Gold mehr. Und eine Spitzhacke. Alter Nordbogen. Macht 17 Schaden, hat 12 Gewicht. Heißt, es wird wahrscheinlich nur so eine Art Kurzbogen sein. Aber ich glaube trotzdem, dass wir den Langbogen dafür nicht mehr brauchen werden. Weil der alte Nordbogen macht einfach so viel, unglaublich viel mehr Damage. 2. Und oder macht er jetzt 2 mehr? Ich weiß gar nicht. Können wir mal gucken. Habe ich jetzt einfach mal vollkommen blindlings weggeworfen, den blöden Langbogen. Jagdbogen, der Ermüdung, Jagdbogen, der Funken. Sind beide jetzt nicht so der Hammer. Okay, und wir haben hier einen Jagdbogen mit 16 und wir machen gerade 17 mit dem anderen Jagdbogen. Und das hier ist ein Langbogen mit 15. Genau. 2 Punkte mehr Schaden machen wir jetzt mit dem. Okay, gut. Damit kann man leben. Und ansonsten hat er nur Crap. Gut, ist auch nett. Bebänderte Eisenrüstung. Bebändert, was soll denn das sein? Bebändertes Bla, beschlagenes Bla, Lederarmschienen, Lederhelm, Lederstiefel, Pelzschild, Stahlhelm, Stahlhornhelm. Oh, der ist nett. Stahlrüstung. Und die kann man übrigens drehen, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ist ziemlich platt, das Ding, aber trotzdem ist halt toll. Und dann haben wir noch einen Stahlschienenstiefel, den wir auch nicht brauchen. Ansonsten Essen, Bier, gegrillten Lauch, Honig, Bräumet und Kohl. Super, brauchen wir alles nicht. Sonstiges, ein Dietrich. Oh, nett. Aber ich glaube, wir verkaufen ihm erstmal ein bisschen Schund. Deswegen, weil wir ja so viel Schund mittlerweile angesammelt haben. Eisendolch der Kühle und Eisendolch des Unbehagens. Und ein Eisendolch. Ich glaube, den normalen Eisendolch schmeißen wir einfach mal weg. Hat jetzt nicht sonderlich viel Geld gebracht, aber ist ja auch egal. Eisenkriegsaxt, Fein, Eisen, Pfeil, Eisen, Schwert, Holzfäller, Axt und Spitzhacke. Okay, das brauchen wir wirklich alles noch. Gut, dann lassen wir das einfach mal so. Eisenpfeile hat er auch, nimmt er auch nur einfach nur so geschenkt an. Okay. Bekleidung hatten wir auch schon geguckt. Essen, Alto Wein, grüner Apfel, Honigbräumet. Nimmt dafür 6 an. Hat ein Gewicht von 0,5 und wir tragen 20. Heißt, das wiegt jetzt gerade 10 Kilo. Was ungefähr ein 30stel unseres Inventars ist. Okay. Puh. Also 20 mal 6 ist 120 Gold. Heißt, da hätten wir genau 1500. Ich kann eigentlich gut rechnen, aber ich kann irgendwie, wenn ich spiele, nie rechnen. Ja gut, dann verkaufen wir den ganzen Honigbräumet. 20. So, brauchen wir sowieso nicht, jetzt mehr, die Dinger sind kacke. Und den Altowein und so, bla, okay, gut. Haben wir jetzt zwar weit unter Wert verkauft, aber ich habe jetzt erstmal auch noch nicht vor, auf Redekunst zu skillen. Deswegen, ja, dadurch kann man die Sachen für einen besseren Wert verkaufen. Und deswegen denke ich auch, ist es egal. Dietriche, Essen und Bekleidung hatten wir alles schon durchgeguckt. Jetzt könnte man noch bei Waffen kurz gucken, was da denn mit den verzauberten Bögen war. Das Ziel erleidet 5 Punkte Blitzschaden und halb so viele Magikerschaden. Verursacht 6 Punkte Ausdauerschaden und ein normaler Jagdbogen. Gut, ist viel zu teuer für das bisschen Effekt. Ja, dann sehen wir uns sicher bald wieder. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, mir auch. Obwohl eigentlich ja gar nicht, du hast mich ja voll beschissen, wenn es um Preis ging, aber egal. Und wir sind immer noch Stufe 4. Ich glaube, wir gehen auch gleich mal zum Schmied da vorne. Und gucken mal, ob wir unsere Bögen oder unseren einen Bogen verbessern können. Hat euch
ihre Süßigkeit geklaut. Was? Willst du dich mit mir anlegen? Bro? Naja, okay. Hallo. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ah ja. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Oh, wie nett. Machen wir, klar. Arbeitet ihr den ganzen Tag in der Schmiede? Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Oh. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruuf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, okay. Aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Oh, super. Ja, klar, mach ich, natürlich. Danke. Ehrensache. So, und was könnt ihr mir über Weißlauf erzählen? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Ah ja, nee, das ist nett. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Okay. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Okay, gut. Dann, was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich denke beides. Ja. Eine Eisenkriegsaxt des Entziehens für 1000! Boah, das ist schweineteuer. Verursacht 20 Punkte Magikerschaden. Was ist, übrigens ziemlich scheiße. Möchte ich nur mal so erwähnen. Eisenpfeile, Eisenstreitkolben des Funkenschlags. Ist auch nicht so der Knaller. Ja, gut, ist aber, ist halt ein Streitkolben. Ist ziemlich schwer und ziemlich träge. Guten Jagdbogen brauchen wir nicht, Spitzhacke auch nicht. Stahlkriegsaxt. Eher weniger. Stahlkriegshammer. Hammer schon, aber also brauchen wir nicht. Stahlpfeile sind genauso schlecht wie die Pfeile, die wir derzeit haben. Stahlschwert ist auch sehr unnütz. Und das sind alles Zweihänder, bis auf das Ding hier, was. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Zweihänder ist. Ich weiß es nicht. Wird wahrscheinlich aber sehr träge sein, wenn es 14 wiegt. Nee. Brauchen wir auch nicht, weil es bringt eigentlich nicht mehr. Weil Schaden machen wir sowieso schon 11. Und hier haben wir auch ganz viele tolle Ledersachen, die wir alle nicht... Oh, Pelzhelm der geringen Schieß... Oh. Gut, Schießkunst brauchen wir nicht und wiegt... kostet 1360, insofern ist das Schwachsinn. Okay, haben wir sonst noch irgendwelche anderen Kategorien? Sonstiges, Korundumbarren, Dietriche, Eisenbarren, Eisenerz, Holzkohle, Leder, Lederstreifen, Silbererz, Stahlbarren. Okay, also wenn wir irgendwelche Sachen zum Schmieden brauchen, können wir zu ihr kommen. Und wir haben gerade nichts zu verkaufen da, da haben wir auch nichts zu verkaufen. Und ansonsten haben wir 24 Dietriche, 3 Eisenbarren, 2 Eisenerz, 2 Lederstreifen, 2 Orchialiokumbarren und 3 Wolfspelze. Gut, die können wir noch selbst gut gebrauchen, wenn wir hier was schmieden wollen. Ja, ja, ja. So, schmieden wir mal einen, Dingensens. Einen Eisendolch. Den wolltest du sowieso. Kostet einen Eisenbarren und einen Lederstreifen, wie es aussieht. Erschaffen. Ja. Nicht schlecht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden. Oh ja, wie nett. Gut, dann war es das auch schon. Ach nee, das hat wirklich... Ach nee, hat es jetzt ein oder zwei gebraucht? Ach ja, die Zahlen klammern, sagt, wie viel wir haben.